So, Kapitel 10, das Ende aller Tage. Auf zum Besatzungsdeck. Ja, das letzte Mal ist die USG Valor inklusive unserem Freund Hammond Schrott gegangen. Dazu wird uns jetzt gleich wahrscheinlich unsere einzige verbleibende Freundin noch etwas dazu sagen. Wir sind in einem neuen Gebiet. Was? Isaac, ich habe das Shuttle gefunden, von dem Hammond sprach. Scheiße, nicht gut. Das Shuttle ist tot. Jemand hat die Navigationskarten entfernt. Gott weiß warum. Insgesamt sind es drei, die auf dem ganzen Deck verstreut sind. Ich lade ihre Positionen runter. Ich kann von hier aus nicht auf die Türen zugreifen. Du brauchst also einen Schlüssel der Crew. Wenn du alle Teile findest, können wir das Shuttle wieder flott machen und verschwinden. Hört sich ja schon mal nicht schlecht an. Ei, was ist das denn? Das war schlecht. Fuck. Ach, aber Stase werden wir bestimmt noch irgendwie kriegen. Kerzen? Kerzen? Das sieht mir... Also in gewisser Weise ist das ja romantisch, hier so mit Kerzen. Aber hat ja auch so religiösen Hintergrund, so wenn man Kerzen benutzt. Und ja, wurde ja schon gesagt, dass das Teil eines religiösen Irrglaubens sein könnte. Ein Gesang. Okay. Ja, Twinkle, Twinkle, Little Star. Interessant. Würde mich mal interessieren, wie das jetzt hier noch singt. Alle in den Kopf geschossen. Okay. Welchen religiösen Hintergrund soll das nun haben? Da hört ihr's. Ja. Ich bin ein Verkaufsjunkie. Das weiß ich. So. Das Stasi-Pack können wir jetzt auch direkt mal nutzen. Haben wir einen weiteren Platz. Und wir haben wieder volle Stase. Müssen wir überhaupt hier hin? Tatsache. Aber was ist hier? Schlafblock C. Kein Problem. Zero G Basketball. Das wäre interessant. Auf jeden Fall. Aber das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Na? Credits. Kredits. Ach, da können wir nicht lang. Und da könnten... Der hat einen Arm runtergeworfen. Ja, ja. Was ungenießbar ist. Nächstes Match. Virus vs. Marauders. Interessant. Sind das jetzt die Kabinen oder was? Nun gut. Nun gut, nun gut. Also das ist jetzt nicht
der Primärquest. Yeah! Anzug Nummer 5. Wunderbar. It's time. Ja, überall. Textlog. Was steht da heute drin? Ah, Z-Ball-Regel. Aktivieren Sie das und... Ist das noch ein Minispiel? Hm. Bringen Sie so... Das ist... Das hört sich nach einem Minispiel an. Ohne Folgen? Hier ist so viel Blut. Also ich weiß ja nicht, wie viele Leute das bereits gespielt haben, aber... Naja. Eintritt Schwerelosigkeit. Hey, interessant. Das ist ein weiteres Minispiel. Cool. Was? Ja, vom Weg Minispiel. Durch den Scheiß haben wir jetzt ordentlich was verloren. Scheiße. Mhm, gut. So, Munition. Und hier. Nix, nix, nix. Ja, von wegen Minispiel. Nebenaufgabe erfüllt. Ah. Gut. Haben wir es doch nochmal geheilt. So, aber... Ich würde es ja jetzt schon gern mal spielen, ne? Ja, so generell. Wie kann ich das denn aktivieren? Ball fehlt. Irgendwie, ne? Ach, oder soll ich mich darauf stellen? Hm. Ne, irgendwie nicht. Ich soll's wohl nicht spielen. Ah! Aktivieren. Spiel wird gestartet, Level 1. Wo muss ich den reinschießen? Mache ich das richtig? Einfach mal willkürlich irgendwo rein. Wollte schon hinhauen. So, eigentlich wohl völlig egal. Diese künstlichen Jubelrufe. Alle sind tot. Ist doch scheißegal. Da. Juhu. Solche Minispiele lockern echt auf. Lustig.
Punkte muss ich denn sammeln? Also Bonuspunkte kann ich irgendwie nicht sammeln. Okay, jetzt müsst ihr ja... Belohnungsschrank freigeschaltet. Glückwunsch. Danke. Gut. Eintritt Schwerelosigkeit. Level 2, würde ich mal sagen. Level 2. Ja, danke. Ach, das ist ja cool. Muss man ja jetzt überhaupt was über ihn fliegt. Hat zwar jetzt wenig so vom Teamplay, so scheint mir, aber macht halt auch nicht wirklich einen Unterschied. Was soll das heißen? Faktor 1. Ich verstehe es noch nicht. Ist er jetzt draußen oder? Ey Leute. Na geht doch. Belohnung? Belohnungsschrank freigeschaltet. Glückwunsch. Ah, schön. Eintritt Schwerelosigkeit. So, da würde ich auch mal sagen, kann man hier auch wieder passend unterbrechen? Oder würde ich mal sagen, machen wir hier beim nächsten Mal bei dem Minispiel mal direkt weiter, um zu schauen, wie das hier noch weitergeht. Also, let it rip. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Dead Space Minispiele.